Hallo liebe Fabela iMac-Zuschauer, Fabian hier. Heute mit einem Test zu WatchEver. WatchEver ist ein neuer Streaming-Dienst für PC, Mac, iOS, Apple TV und Android-Tablets, der die ersten 30 Tage kostenlos genutzt werden kann. Danach kostet WatchEver knapp 9 Euro monatlich. WatchEver steht in direkter Konkurrenz zu hierzulande bekannten Angeboten wie LoveFilm und Maxdome, hat aber in einem wichtigen Punkt die Nase vorne. Weder LoveFilm noch Maxdome noch andere Videostream-Angebote in Deutschland sind auf so vielen Plattformen vertreten. WatchEver ist überall vertreten, auf PC, Mac, Smartphones, Tablets und sogar mit einer eigenen App auf Apple TV. Damit kann kein Konkurrent mithalten, zumal recht viele Inhalte auch schon in HD vorliegen. Aktuelle Spielfilme, die gerade auf Blu-ray oder DVD erschienen sind, findet man im WatchEver-Angebot allerdings selten bis gar nicht. Die meistgesehenen Filme waren zum Testzeitpunkt Iron Man, Der Gryffalo und The Book of Eli. Von zum Testzeitpunkt aktuellen Filmen wie Das Bourne-Vermächtnis, The Watch, Ice Age 4 oder Prometheus keine Spur. Auch nicht gegen Aufpreis. Serienfans dürften bei WatchEver dagegen eher fündig werden. So könnt ihr euch The Big Bang Theory, Breaking Bad, Sherlock Holmes, The Tudors, Two and a Half Men, Top Gear, Heroes oder Doctor Who anschauen. Alles im Preis inbegriffen. Und das häufig sogar wahlweise in deutscher Synchronisation oder englischer Originalsprache. Umfassend ist das Angebot trotzdem nicht. The Walking Dead, True Blood, How I Met Your Mother waren beispielsweise genauso wenig bei WatchEver zu finden wie die letzten beiden Staffeln von The Big Bang Theory. Ein großes Plus von WatchEver ist die Tatsache, dass man Inhalte auch offline auf seinem Gerät speichern kann. So könnt ihr euch Filme oder Serien sehr unkompliziert unterwegs anschauen, ohne euer Datenvolumen zu belasten. Der Download der Inhalte dauerte trotz schneller Leitung allerdings recht lange. Für Eltern ist vielleicht noch wichtig, dass die Inhalte über einen einstellbaren PIN-Code Jugend geschützt sind. Etwas schade ist zudem, dass die Filme nicht in Dolby Digital 5.1 vorliegen. Allerdings bieten die anderen Streaming-Anbieter hier auch nicht mehr. Leiht man sich Filme dagegen über iTunes direkt bei Apple aus, erhaltet ihr HD und Dolby Digital 5.1. Dafür zahlt ihr allerdings auch etwa 5 Euro pro Film. Mein Fazit. Alles in allem kann ich WatchEver empfehlen. Für faire 9 Euro erhaltet ihr einen gut funktionierenden Streamingdienst, den ihr monatlich kündigen könnt. Ein großes Plus ist die breite Nutzbarkeit auf den verschiedensten Plattformen sowie der Offline-Modus. Das ist mehr als die Konkurrenz zu dem Preis bietet. WatchEver ist zudem der einzige Streamingdienst, den ihr auch auf Apple TV nutzen könnt. Ich nutze das Angebot derzeit im Offline-Modus in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Ein klarer Minuspunkt ist das noch relativ bescheidene Angebot. Hier sind LoveFilm und insbesondere Maxdome besser aufgestellt. Aber vielleicht legt WatchEver hier ja noch ein paar Kohlen nach. Gerade in den ersten Tagen wurden die Macher von dem Ansturm auf WatchEver doch regelrecht überrannt, sodass die Server regelmäßig überlastet waren und das Angebot nicht erreichbar war. Mit fortschreitender Popularität wird das Angebot aber mit Sicherheit besser. Apps für Android-Smartphones, die PlayStation 3 und die Xbox 360 sollen übrigens folgen. Wie sieht es denn bei euch aus? Nutzt ihr WatchEver schon? Seid ihr zufrieden oder habt ihr bereits wieder gekündigt? Schreibt eure Erfahrungen doch in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, sagt euer Fabian.